Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Reisenomaden. Ich bin heute mit der Jackie ein bisschen unterwegs. Wir laufen durchs Baumbachtal bei Walheim, Besigheim in der Region Stuttgart. Und ja, haben jetzt eine lange Strecke schon durch den Wald hinter uns, weil es ist einfach furchtbar heiß heute. Die Dame, die hechelt auch schon. Und deswegen habe ich gedacht, wir kühlen uns heute mal ein bisschen ab. Es gab nur ein kleines Problem. Die gute Dame ist demnächst einem Labrador-Chefhund-Mischling hinterher ins Wasser, aber leider nicht mehr raus. Und seitdem möchte sie nicht mehr richtig ins Wasser gehen. Deswegen probieren wir das heute mal im seichten Wasser aus. Hier gibt es nämlich eine nette Furt, also eine flache Stelle im Wasser, wo früher mal Wagen durchgefahren sind, beziehungsweise heutzutage noch die Trecker durchfahren, Traktoren, für alle Nichtschwaben. Und da werden wir heute versuchen mal durchzulaufen. Mal gucken, ob sie es mitmacht. Ich zeige es euch dann gleich. Auch so ein kleiner Nachteil an so Wiesen, Wald, Bach, Tälern. Ja, es gibt einen Haufen Fliegen hier. Also mich stören sie persönlich nicht ganz so arg. Ich kann die ein bisschen verscheuchen, indem ich einfach meinen Kopf mal schüttel und meine Haare fliegen lassen. Aber die Jackie, die nervt es ein bisschen, die schnappt nämlich die ganze Zeit danach. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt schon gefressen hat, aber ein paar auf jeden Fall. Ich merke gerade, ich war glaube ich schon seit Jahren nicht mehr hier. Also es hat sich doch ein paar Sachen schon verändert. Dieser Tümpel gerade eben, so auf der Seite, der war mal ein bisschen größer. Der ist irgendwie ein bisschen zugelandet. Hier gibt es auch mega viele Frösche. Es gibt so eine gewisse Zeit im Jahr, gerade im Frühjahr, im Herbst, wo diese Straße hier komplett gesperrt ist. Da darf kein Fahrrad durch, darf kein Mofa durch, kein Roller durch. Autos sowieso nicht, die dürfen das ganze Jahr über nicht. Weil hier einfach so viele Kröten rumlaufen, dass man eigentlich nicht mal zu Fuß durchkommen würde. Hier ist das Tor Richtung Sonne, weil da hinter mir, da hat es einen Baum umgelegt, hier oben. Und ja, der steht jetzt direkt über dem Weg und sieht aus wie ein kleines Tor. Und Richtung Sonne deswegen, weil jetzt geht es ein bisschen in die Wärme. Mal gucken, wie Madame das mitmacht. Ja, wir laufen jetzt den gleichen Weg wieder zurück, weil der Himmel da oben sieht gerade nicht so toll aus. Ich glaube, es wird irgendwann demnächst regnen.
Wäre vielleicht gar nicht schlecht, dann wäre der Hund wenigstens sauber. Problem ist nur, das Auto ist ganz nass. Ich bin ganz nass und ja, muss ja nicht unbedingt sein. Deswegen geben wir jetzt einfach ein bisschen Gas und laufen zurück zum Auto. Oh Mann, ich liebe es, durch den Wald zu laufen. Es ist schön ruhig, man hört ein paar Tiere. Aber ich finde es einfach genial, diese Atmosphäre, die man im Wald einfach hat. Die schönen Bäume, die außen rum wachsen, weil jeder Baum ist halt doch irgendwie anders wie der andere. Und auch wenn man zwei Tannen findet, die nahezu gleich aussehen, wird man trotzdem merken, die sind niemals gleich. Es ist halt einfach Natur. Nicht so von Menschen gebaut, wo er doch irgendwo immer wieder dasselbe auftaucht. Jetzt gerade, wenn man den Baum hier anschaut, warte, ich zeigen euch schnell. Gerade solche knorkeligen Bäume wie der hier hinten, die gefallen mir eigentlich am besten. Ich finde, die haben so ein bisschen was Verwunschenes, so was bisschen Mystisches oder so. Und wir sind jetzt eigentlich schon ein großes Stück weitergekommen. Wir sind heute fast 3 Stunden unterwegs. Gerade eine Trinkpause gemacht und laufen jetzt noch den Weg hoch. Das heißt nur noch, ja, wir laufen den Weg jetzt hoch, weil der wird nämlich schon ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ha, die große Eiche. Ja, hier an der großen Eiche, die haben wir uns als Kinder immer mit unseren Müttern getroffen. Wir hatten so eine Mutter-Kind-Gruppe zum Spielen. Mega cool. Wir sind ja immer durch den Wald und da wir aus verschiedenen Richtungen gekommen sind, haben wir uns dann immer hier getroffen. Und zwar mega. Also, da kommen so ein paar Erinnerungen hoch. Echt genial. Wenn mir durch den Wald durchgedüst ist, so mit 7, 8 oder auch jünger noch davor. War schon cool, ja. So, unser Spaziergang ist schon mal vorbei und die Jackie ist schon reingehüpft. Die hat nämlich jetzt einen neuen Platz im Auto. Die hat hier eine Transportbox. Das ist ganz praktisch, die kann man hier oben aufmachen. Kann man reingucken. Auch hier hinten hat sie noch was zum Rausschauen. Das werde ich dann während der Fahrt höchstwahrscheinlich zumachen. Mal hier dahinter, also in diesem Bereich, kommen Kisten hin. Genau. Oben drauf werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen stapeln müssen. Aber dazu gibt es natürlich noch ein extra Video. So, das war's auch schon mit unserem Spaziergang heute. Wir fahren jetzt Richtung Heimat, weil ja, es sieht ein bisschen nach Gewitter aus. Wäre echt mal wieder dringend nötig, dass hier mal wieder richtig regnet, weil es hat echt seit Wochen nur so kurz geregnet und das war halt innerhalb von 2 Minuten gleich wieder verdampft. Also sprich eigentlich nichts. Ja, Jackie liegt gerade schon hinten in ihrem Körper drin, in ihrer Box. Und wir fahren jetzt ganz schnell noch zu meiner Mama, noch ein paar Leckereien abholen. Sie hat nämlich irgendeinen Kuchen gebacken, glaube ich. Ich mag Kuchen. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Oder hier oben in der Ecke einen Kanal abonnieren. Und darunter kommt dann zum letzten Video, könnt ihr euch auch noch reinziehen. Viel Spaß dabei. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Und ich sag mal, tschüss.